Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Up in Gardens und Shepherds. Wie ihr seht, seht ihr hier so panaschierte Hortensien, die auch schon ein wenig Sonnenbrand abbekommen haben, gerade diese hier. Und ich werde jetzt versuchen, aus diesen Hortensien Stecklinge zu machen. Ich habe im Internet gelesen, das soll ganz einfach gehen. Ich habe hier meine Schere, die ist desinfiziert. Die Hortensien standen vorher hier in so einer Wanne drinne. Da hatte ich immer unten Wasser, weil die mögen es ja sehr nass, feucht. Und so konnten sie sich von unten dann immer Wasser ziehen. Aber jetzt an der Zeit, die Hortensien auch richtig in Töpfe zu machen. Ich habe mir überlegt, diese drei Hortensien in einen Topf zu machen. Dann ist er gleich viel voller. Und zur Not kann man sie dann immer noch nach 2, 3 Jahren dann trennen und einzeln in den Topf setzen. Genau, für die Stecklinge, die wir jetzt machen, brauchen wir auf jeden Fall Triebe, die nicht unbedingt eine Blüte haben. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich überhaupt noch Triebe finde. Und diese sollten drei Blattpaare haben. Das obere Blattpaar schneidet man weg. Das untere Blattpaar nimmt man komplett ab. Und die zwei mittleren Blätter, die schneidet man zur Hälfte ein, damit die nicht zu viel Wasser verdunsten. Das Ganze wird dann in einen Topf gemacht unter abgespannter Luft, das heißt wie so eine Art Mini-Gewächshaus gemacht. Und dann halt regelmäßig lüften, immer feucht halten und dann so, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert mit der Bewurzelung, aber ich auf jeden Fall sollte dann nächstes Frühjahr diese Stecklinge bewurzelt sein und ihr könnt sie dann auch fest einpflanzen. Das Ganze probieren wir jetzt. Ich schaue jetzt erstmal nach, ob ich überhaupt Triebe finde und hole euch dann gleich wieder dazu. So, das ist von der ersten Pflanze. Ihr seht, ich habe leider nur Blütentriebe, also die neuen Triebe, die jetzt anfangen wollten zu blühen. Die habe ich jetzt einfach mal abgeschnitten. Ich werde oben die Blüte abschneiden und werde das Ganze hier abschneiden. Die kommen weg, die ganzen. Obwohl, die kann ich stehen lassen. Die kürze ich zur Hälfte ein, die Blätter. Und die kommen weg. Und das hier unten kommt dann in das Wasserglas erstmal, um sie dann in Erde einzupflanzen. Die Hortensie hier hat leider alles Triebe mit Blüten schon, die habe ich dieses Jahr im Gartencenter gekauft. Und da sind sie ja meistens vorgezogen. Und ich denke mal, nächstes oder übernächstes Jahr hätte ich mehr Chancen gehabt, weil sie ja dann unter ganz anderen Bedingungen quasi ihre Blüten bilden. Aber dieses Jahr muss ich mich damit vorlieb nehmen, mal schauen, ob es funktioniert. Und ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Das gleiche mache ich jetzt, wie gesagt, auch mit den anderen Hortensien und schneide dann meine Stecklinge. Hier seht ihr auf jeden Fall mal einen Steckling. Also so rum gehört er richtig. Hier unten, das kommt in die Erde. Hier habe ich, also das Blattpaar habe ich weggenommen. Das Blattpaar habe ich weggenommen. Die Blüte oben in dem Fall, weil ich ja keine blütenlosen Stecklinge hatte. Und habe hier von den Blättern die Hälfte eingekürzt. Hier habe ich das ein bisschen schräg eingekürzt, weil das Blatt viel Weißanteil hatte und ich habe versucht, so viel Grünes zu erhaschen, wie es geht. Bei den Stecklingen seht ihr, ich hatte ein volles weißes Blatt und das betreibt ja keine Photosynthese. Deswegen brauche ich da auch viel Grünanteil. Das ist das andere Gegenteil dazu und da habe ich dann wieder viel Grünanteil. Das stecke ich jetzt auch erstmal in das Wasserglas rein und dann kommt es in die Erde, einfach nur damit es jetzt nicht austrocknet. Und das mache ich jetzt mit den anderen genauso und hole euch dann wieder dazu, wenn es daran geht, die Stecklinge in die Erde zu bringen. Ich habe mir jetzt hier so einen Behälter, da steht noch Musa Balbisiana drauf. Da hatten wir unsere Bananensamen drin, habe jetzt neue Erde rein, so ein bisschen lockeres Substrat auch. Und da kommen jetzt die Stecklinge rein und das Ganze wird dann mit einem Deckel verschlossen, damit es auch feuchte Luft drin ist. Bevor wir das aber verschließen, wird das Ganze noch mal kräftig angegossen. Man kann das natürlich auch mit einer Sprühflasche
feucht machen. Ich nehme jetzt einfach dann das Glas aus dem Wasser dazu und dann kommt das an einen schattigen Standort, auf jeden Fall nicht in die Sonne. Und man kann natürlich das Ganze, die Stecklinge auch noch in Bewurzelungshormone tunken, die habe ich jetzt aber nicht da. Deswegen muss das so ausreichen und wir werden sehen, was dann daraus wächst. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass ich das jetzt hier drin habe. Da kommt der Deckel drauf und das Ganze kommt jetzt, wie gesagt, an einen schattigen Standort. Das wird hinten bei unserem Carport auf die Fässer gestellt. Da ist es relativ schattig und warm. Und dann werden wir immer mal nach und nach gucken. Und wenn es da ein Update gibt, wenn ich da irgendwas sehe, dass da was passiert, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Deswegen abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um das Video auf jeden Fall dann nicht zu verpassen. Wenn es euch gefallen hat oder euch geholfen hat ein bisschen, dann lasst ruhig auch einen Daumen nach oben da. Kommentiert, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Tschüssi!